Hi, meine Süßen. Wer mich nicht von TikTok kennt, der lernt mich jetzt kennen. Ich bin der Charlie. Vielleicht habt ihr mich ja schon aus einigen meiner Videos gesehen. Und heute möchte ich euch mal sagen, und dafür komme ich etwas näher, wie ich mich so dabei fühle, wenn dieser ganze Unsinn immer mit mir veranstaltet wird. Also, ich chill hier gerade mega meine Base. Ich zeige euch übrigens mal mein Zuhause. Ich habe kein Flatscreen-TV, aber dafür einen geilen Futtertrog. Und der ist abends immer rappeldicke voll. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Und dann zeige ich euch das mal hier draußen. Ich habe eine mega geile Paddockbox. Ich kann halt rausgucken, wenn Sonne ist. Cool, ne? Ja, und ansonsten chill ich voll meine Base und bin immer mega entspannt. Und dann fresse ich ein bisschen mein Stroh. Und ja, ist da was zu futtern? Ist da was? Na, könntet ihr ruhig mal was nachlegen, wenn ihr mich schon filmen dürft. Ich bin schließlich ein Star. Und eigentlich könnte ich den ganzen Tag nur eins tun. Ein bisschen rumlaufen und dieses schöne gelbe Stroh mummeln und ab und zu mal etwas Heu. Ja, das liebe ich doch. Aber nein, dann kommt immer dieses komische blonde Mädchen. Ja, ich möchte den Charlie heute unbedingt reiten. Ich habe voll Bock darauf. Es ist mega cooles Wetter draußen. Charlie, zeig den Leuten bei YouTube mal dein tolles Glitzerhalfter. Seht ihr genau so, was meine ich? Das ist doch wohl mega peinlich. Jetzt sehe ich wieder aus wie der letzte Depp. Glitzerhalfter, ey. Da scheiße ich doch drauf, Mensch. Ich will fressen. Los, Charlie, guck mal in die Kamera. So, Charlie, komm mal schön mit. Seht ihr genau, das meine ich. Jetzt ist meine wunderbare Ruhe vorbei. Und dann muss ich mich immer fügen und mit der blonden Frau da mitgehen. Die nennt sich übrigens Anni und geht mir manchmal richtig auf den Kranz. Ich werde ja auch noch von dem Alexander geritten. Der ist richtig cool und der steht überhaupt nicht auf Glitzerkram. Und deswegen beiß ich diese Anni jetzt und nehme ihr Haarband weg. So, Charlie, jetzt müssen wir erstmal Hufe auskratzen. Wie sehen die denn schon wieder aus? Hufe auskratzen? Wer macht denn das draußen? Hufe auskratzen, so ein Schwachsinn. Ich stehe gern im Schlamm. Deine Strahlfäule ist schon viel besser geworden, Charlie. Vorher war dein Strahl richtig vergammelt, jetzt sieht er wieder richtig schön aus. Nö, Strahlfäule. Diese Pferdefrauen sind solche Hypochonderinnen. Meine Hufe sind mega geil und schön hart. Jetzt bleib schön brav stehen. Mensch, bist du dreckig. Ich muss erstmal Mähnenspray holen. Was will die schon wieder holen? Mähnenspray? Höre ich da etwa richtig? Oh Mann. Und dann stehe ich hier immer so angebunden. Und ich könnte im Boden versinken, das ist so langweilig. Deine Decke ist ja schon wieder dreckig, Charlie. Oh, oh, oh. Dann mach mir dieses Schwachsinnsding doch einfach runter. Mir ist eh viel zu warm, ey, dass ihr mich immer so eintüddeln müsst. Also verstehe ich gar nicht. Also da bleibt mir nur ein müdes Augenzwinkern bei sowas. So, Leute, und jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Wenn ihr da rüber guckt, dann seht ihr diesen Riesenwagen vollgepackt mit Schrott. Und genau den muss ich mir immer angucken, wenn ich hier angebunden werde. Und dieses ganze Zeug kommt dann auf mich drauf, ey. Das ist doch furchtbar. Stellt euch mal vor, ihr würdet in eine Schule gehen und würdet jedes Mal auf eurem Tisch 20.000 Bücher sehen. Und jetzt juckt es mich so dolle. Und ich möchte so gern gekratzt werden und die Anni sieht es nicht mal. Doch, Charlie, sehe ich wohl. Naja, manchmal ist die Anni doch nicht so verkehrt. Oh, das juckt mich. Oh, da könnte ich jedes Mal ins Gitter beißen, so wie es mich juckt. Ich hoffe, die putzt mich gleich wieder mit diesem Eisending. Das ist mal mega angenehm. Das ist so das einzig Nette, was man von diesen menschlichen Menschen so kriegen kann. Und da hacke ich doch gleich nochmal ins Eisen. Ja. Oh mein Gott, bist du staubig, Charlie. Und so viel Stroh im Schweif. Oh mein Gott, wer kennt nicht die Reiterregel? Bei Stroh im Schweif muss man einen ausgeben. Das muss ich sofort aussortieren. Ach ja, ist das anstrengend. Ich sag dazu nur, das ist echt luschig, ey. Nicht mal richtig putzen kann sie. Dabei möchte ich doch gekratzt werden. Ach ja, das ist schön. Das könntest du den ganzen Tag so machen. Und endlich kommt da dieser Eisenstriegel. Den mag ich besonders gern. Ja, oh, da kommt dieses ganze alte, juckige Fell mal wieder aus mir raus. Ob da wohl wer kommt? Vielleicht ein paar Kumpels von mir? Es ist so langweilig hier drin. Dieses Gestehe am Strick und da könnte ich so... ich könnte einfach... könnte ja einfach den Strick mal losknabbern und dann weggehen. Ich bin ja viel stärker als diese Anni. Aber dieses Gekreische, da habe ich dann überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen bleibe ich da lieber stehen und langweile mich weiter. Charlie, dein Schweif sieht ja so fahl aus. Da müssen wir unbedingt noch mit Mähenspray dran. Ach ja. Es stinkt so widerlich. Oh, da könnte ich nicht gleich wegscheuern. Es ist so eklig. Boah.
Boah, diese Frauen und dieses Gesprühe immer. Boah. Ach ja, Charlie, dein Schweif muss unbedingt wieder gekürzt werden, sonst trittst du dir da wieder drauf. Wie jetzt Schweif kürzen? Meinst du das ernst? Das ist eins meiner schönsten Attribute, das ich habe, Fräulein. Naja, und dann bin ich so fertig geputzt und dann könnte ich so direkt wieder auf die Wiese oder in den Stall gehen. Aber dann geht's erst so richtig los. Da kriegt jedes Pferd die Krise. Welche Schabracke nehme ich bloß und welche Bandagen? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Grün mit Blau, das könnte doch gut passen. Schicki. Ich glaube, das wird's heute. Oder doch die Rosane da drunter? Ich weiß es nicht. Genau das meine ich. Das Theater geht dann richtig los. Oh. So ein Mist verkehrt gewickelt. Das Ganze muss ich wohl nochmal machen. Und dann tüddelt die und kommt nicht in eine Pötte, ey. Und wickel, 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 wickel. Ah, wieder aufwickeln. Na, mit einer Hand ist es schwierig, wenn man gleichzeitig noch filmen will. Dann mach halt nicht immer diesen Social-Media-Quatsch, sondern reite mich einfach mal. So sieht das doch schon viel besser aus, Charlie. Oh ja, echt, das gefällt mir gut. Ach ja, so hübsch sieht das aus. Ich sag dazu jetzt mal lieber überhaupt nichts, denn das sieht aus, als hätte ich einen dicken, fetten Gips und wäre gerade von der Brücke gefallen. Zudem habe ich ein rosanes Strasshalfter dazu an. Oh mein Gott. Ach ja, wann Equist wohl wieder seine neue Schabrackenkollektion rausbringt. Und dann zum Grün, sieht doch gar nicht schlecht aus. Oder, Charlie? Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. So, und noch ein schönes Gelpad, damit dein Rücken auch geschont wird, Charlie. Weißt du was, dann reite mich doch einfach mal eine Runde weniger, dann bin ich nämlich ganz geschont und auch gechillt. Der Charlie hat mich bestimmt ganz, 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 ganz doll lieb. Jo, ich hab dich lieb, Annie, weil du meine exorbitant teure Stallmiete bezahlst und ich mein Fressen bekomme. Aber ansonsten bräuchte ich dich, glaube ich. Bräuchte ich dich? Naja, eigentlich nicht. So zum Fressen auf der Wiese und rumtoben brauche ich dich relativ wenig. Also Geld geben kannst du mir, aber das war's dann auch. Leute, ihr könnt ja mir über PayPal Spenden an mich senden, damit ich nur noch auf der Wiese leben kann. Haha, mit meinen 5 Jahren. Yippie! Wenn ich manchmal wüsste, was Pferde so denken. Mensch, Charlie, pump dich doch nicht immer so auf. Ich sag euch was, die Nummer, die kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, Charlie, wir brauchen auch bald mal wieder ein neues Mützchen, nur die passen dir ja immer alle nicht. Aber dies haben wir jetzt schon so oft bei Instagram und so gehabt. Aber schaut euch mal diesen wunderschönen grünen und blauen Look an, sieht das nicht cool aus? Ich sag nur Fremdschämen. Ein Glück, dass ich hinten keine Augen habe und auch nicht oben und auch nicht an den Seiten. Ja, doch an den Seiten schon. Oh mein Gott. Halt mal den Strassreithandschuh. Ach, ist der wieder schön. Sinnfrei. So, jetzt hat der Charlie noch ein bisschen Plüsch da oben drauf. Und dann kann's auch gleich schon losgehen, oder Charlie? Spendet dafür, dass ich kein TikTok, kein Instagram und kein YouTube-Pferd mehr sein muss mit meinen 5 Jahren. Ich fühle mich schon viel zu alt dafür. Hihi. Also, denkt mal an mich, den guten alten Charlie. Hihi. Ja, liebe Leute, das war ein kleines Sketch-Video von Charlie und mir. Das Ganze bitte nicht zu ernst nehmen. Ich weiß, dass mir auch sehr viele Junge hier zuschauen. Ja, der Charlie denkt das natürlich nicht in Ernst, in echt. Und ja, solltet ihr nochmal so ein Video haben wollen, wo Charlie spricht, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommi da. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf unserem Kanal. Gehabt euch wohl!